Na, Suche beendet? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Scheint doch manchmal ein lieber Kerl zu sein und damit nochmal herzlich willkommen zurück bei Witcher 3 im Gespräch mit dem Baron, was wir letzte Folge leider nicht mehr geschafft haben. Ich meine, Triss sehe anders aus. Die Ähnlichkeit, was soll ich denn nehmen? Ich habe die Puppe ja selber gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Das ist so lustig. Der Baron hat irgendwie echt so ganz komisch gelbe Essensreste im Bart. Das sieht so ganz komisch aus, als hätte er Suppe gegessen und die Hälfte wäre da irgendwie reingelaufen. Sieht, ja, weiß ich nicht. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Ja? Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Na gut. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Hui, 2 verfügbare Punkte. Ich freue mich. Die nehmen wir natürlich gleich mal wahr. Charakter. So viel Charakter muss man haben. Und ich bin dafür, dass wir uns erstmal auf die Sachen spezialisieren. Wir haben jetzt zwar Alchemie allgemein. Was ist allgemein? Da wollte ich mal gucken. Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert wieder die T zu 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Das wäre vielleicht ganz gut, tatsächlich. Erhöht die maximale Vitalität um 500. Stufe 0 von 1, das kann man brauchen. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25. Jeder Teil mittelschwerer, jeder Teil schwerer Rüstung erhöht die maximale eigene Vergiftung um 30 Punkte. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden, erhöht die Adrenalin... Nee. Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig, können Zeichen... Ne, okay. Ich bin für diese beiden hier tatsächlich. So, das möchte ich erwerben und natürlich auch das hier. Das heißt, wir haben jetzt endlich auch Selbstheilungskräfte. So, hoffentlich können wir die bald sehen. Okay. Wir sollen also mit dem Weidler reden. Vorher würde ich gerne tatsächlich noch einen Schmied aufsuchen. So, ich gehe nochmal ganz kurz...
Hier mit den völlig überleuchteten Fenstern. Ach, weil es da weiß ist, deswegen sind die so hell. Das ist einfach mega weiß und die werden von irgendwas angeleuchtet. Hier gibt es sonst aber gar nichts. Doch, da ist ein Zettel, warte mal. Den Brief hätten wir vielleicht vorher lesen sollen. Nilfgaardische Forderungen. Stimmt ja, er soll ja jetzt irgendwie pünktlich liefern. Ich weiß aber nicht genau, was er liefern soll. Haben wir letzte Folge gehört. Nilfgaardische Forderungen. Philipp Strenger, deine Nachschubprobleme scheren uns nicht. Der Pakt zwischen uns ist eindeutig. Das Kaiserreich Nilfgaard besteht darauf, dass du ihn einhältst. Tust du das nicht, sind unsere eigenen gegenseitigen Verpflichtungen null und nichtig. Und deine Privilegien werden widerrufen. Mein Gruß, Harvard Farmöhön. Feldmarschall, Befehlshaber der Zentralarmee. Was hat er denn da für einen Pakt, bitteschön? Ich höre. Womit kommst du zu mir? Oh. Spielen wir Gwind. Gwind können wir denn auch spielen. Hexen in der Nähe, wie hat es sich hierher verschlagen? Wichtigste Frage. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Das stimmt aber auch nur, wenn alle so denken wie er. Wenn sich niemand dagegen stemmt, dann ist es auch egal, dann wird man überflutet. Wenn sich aber alle dagegen stemmen, dann kann man zumindest noch ein bisschen... Naja, aber was soll's. Steckst du nicht drin. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Na, mal schauen, wie lange das noch nachhängt. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern geb ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Ich will mit der Story weitermachen. Ich finde Gwind sehr cool, aber ich finde, das nimmt immer sehr viel, na, weißt du ja, vom Spielverlauf. Schon mal Gwind gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Mist. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Wie kann der denn einzigartige Karten haben? Kann losgehen. Der malt sich die bestimmt selbst, der Schummler. Oh weia, ich weiß doch nichts mehr, ich weiß doch nichts mehr. Karte entfernen, Anführer wechseln, ich weiß doch nichts mehr, ist schon ewig her. Horde des Kommandanten, Karte hinzufügen, Karte entfernen, gutes Wetter. Entferne ich mal. Anführer wechseln. Lalalala, durchsuche dann nach, sie schaffe nach extremlicher Nebel und Spielkarte sofort aus. Oh, wir haben ja eh nur den einen Anführer. Okay, alles gut. So, wie viele Karten haben wir hier? Alle Karten? Diese Einer-Dinger sind auch so... Weiß ich nicht, ob ich die überhaupt behalten soll. Fraktionsvorteil. Zieh jedes Mal eine Karte, wenn du eine Runde gewinnst. 1, 2, 3. Den Rest lasse ich mal drin. Ich sollte... Oder sollte ich einfach mal Karte entfernen? Karten im Satz. Zum Beispiel sowas hier. Sowas würde ich doch gar nicht normalerweise... Anzahl der Einheitenkarten 20 von 22. 19 von 22. Also müssen wir alle reinballern, wie es aussieht. Naja, okay, wir starten mal einfach testweise. Der Gegner beginnt.
So, lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Wir haben zweimal extrem dichter Nebel. Ich glaube, das werden wir nicht... Obwohl, über mehrere Runden können wir vielleicht zweimal Nebel gebrauchen. Den hier haben wir auch zweimal. Sechs, sechs, sechs... Einer. Wir probieren mal, den hier loszuwerden. Und den hier. Sieht punktemäßig besser aus. Der legt einen Einer, okay. Dem entgegen legen wir mal einen Zweier. Einfach nur für den Anfang. Dann haben wir die Low-Level-Karte hier mal weg. Und trotzdem mehr Punkte als er. Na toll, verbrennen. Aber das war die Zweierkarte. Mal gucken, was wir ihm jetzt legen können. Vielleicht einen Bogenschützen. Was haben wir denn hier? Die Tochter der Wildnis von Kedwin. Die Sabrina legen wir mal wieder. Blaue Streifen. So, da er jetzt die ganze Zeit... Scheiße, Nebel hilft nur gegen Bogenschützen. Wir hätten vielleicht... Ja... ein Wetterchen legen sollen. Nebel können wir nicht machen, wenn wir selber Bogenschützen legen. Das ist natürlich doof. Hätte ich vielleicht vorher überlegen sollen. Naja, ich bin super in dem Spiel. Na komm. Ach, das ist ein Spion, den er uns gelegt hat, ne? Der hat uns gerade einen Spion gelegt, deswegen haben wir jetzt 14 Punkte. Ich traue mich aber nicht, jetzt schon zu passen. Eigentlich müsste ich jetzt passen. Wir haben 14 Punkte, er hat 5. Aber wenn er jetzt eine 10er-Karte legt, dann haben wir natürlich schon wieder verkackt. Ich lege jetzt mal hier den hier. Er legt auch... schon wieder einen Spion. Okay, danach wird's kritisch. Dann habe ich echt keine Karten mehr. ...21 zu 5. Sag mal, der haut uns die ganze Zeit nur Spione drauf. Er hat noch 10 Karten, wir haben nur noch 5. Ich passe. Scheiße. Verbrennen. Oh, der Drecksack. Das ist ein Drecksack, das gibt's ja gar nicht. 17. Klirrende Kälte. Hey, wir haben trotzdem gewonnen. Hä? Nee. Ach, klirrende Kälte hat sich noch nicht bemerkbar gemacht. Ach, für'n Arsch. Pass auf, wir machen das mal anders. Wie kann ich denn... Ja, hör auf. Ich will gar nicht weiterspielen, weil wir haben eh nur noch 5... Obwohl, er hat 6 Karten. Wir haben 5. Der hat noch welche rausgelegt. Kommt ja mit 8er Karten an. Und da können wir natürlich wieder nichts machen. Bis. Vier oder Fünfer? Das sind Spione, wie es aussieht. Ich nehme mal den 6er Bogenschützen. Weh, der kommt jetzt wieder mit so einer Verbrennungskarte. Dann hau ich den. So. Uns gehen die Karten aber tatsächlich aus. Dann haben wir noch 2-mal Nebel, mit dem können wir nicht angreifen. Das ist echt erbärmlich. Das Problem ist, wir müssten öfter spielen. Wir haben schon verloren eigentlich. Ich kann uns beiden jetzt 10 Punkte abziehen. Es würde nichts bringen. Nee, ich würde ihm 20 Punkte abziehen, okay. Naja. Dein Gegner passt. Toll, ich kann auch nur passen. Wir haben die Runde auch verloren. Okay, vergiss es. Wir müssen öfter spielen. Ich werde dann aber... Ja, ist ja okay. Ciao. Bei dir sind Topfen und Malz zwar nicht ganz verloren, ja, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Ja. Komm doch mal wieder vorbei, dann spielen wir noch ein Ründchen. Na, ja, das mache ich gerne. Dankeschön. Lieber Philipp, ich... geknickt gehe ich jetzt zurück. Ich muss definitiv öfter spielen, aber ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich gewinnt wirklich lieber an extra Folgen mache. Ich weiß noch nicht genau wie, aber so, dass wir nicht aus der Story rauskommen. Und dass wir nicht ständig gewinnen. Dieser verfickte Kater. Ich glaube, der meint kein Tier.
Alter, was ist das für ein apokalyptisches Wetter hier gerade? Lass mich in Ruhe. Ja, ja, ich wollte mal ganz kurz gucken. Ach du Scheiß, wie sieht's denn hier aus? Kleiner Pisser. Meinst du mich? Schon gehört? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze gekriegt. Ja, weil die mich angegriffen haben, die Bösen. Hoffe ich zumindest deswegen, ich weiß es nicht genau. Wo geht's denn da rein? Da kommen wir bestimmt nicht rein, oder? Sag niemals nie. Ah. Kleiner Pisser. Schnauze, was macht denn ihr hier? Das ist doch kein... Das ist doch kein Gwind, das sind doch Würfelspiele. Der verdaut gerade. Überall nur Gesindel. Der Pferdestall. Was machen die beiden? Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Ja, und wieso habt ihr da einen Mann unter eurem Rock, mein Freund? Guten Tag. Ich will das zu falsch aus. Ich will da gar nicht hingucken. Und du bist der Hexenmann? Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ja, das glaube ich dir sogar bei der hässlichen Nase. Hat wahrscheinlich seine eigene Mutter aus der Nase rausgepopelt. Boah, sieht das hier furchtbar aus. So ungemütlich alles. Der ist da drin schon eine beschissene Stunde zugange. Der muss ja ein dickes Ei legen. Ich glaube, ich hab die Grenzen. Hier drin. Ah, klopfen. Da können wir klopfen. Na, jetzt klopfen wir. Du da. Du bist doch wohl auch etwas zu tief. Verschwende nicht deine Zeit. Wir waren in den letzten Tagen alle mal in den Büschen. Was faselst du da? Was? In den Büschen? Was, was, was? Okay, wir können da also gerade nicht scheißen gehen. Geh kacken. Was? Was? Was ist denn hier los? Was ist denn mit den Leuten hier los? Na, na, na. Wie, na, na, na? Du bist bleich wie Milch. Na, na, na. Ich glaube, das ist der Kackende, der hier eigentlich im Haus sitzen sollte. Der kackt hier in den Berg rein. Warum? Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Ach, der stellt sich hier gerade unter. Okay. Hier sind überall Bauern und Männer des Barons, die uns aber nichts erzählen können. Und alle stellen sich unter wegen dem Regen. Das finde ich irgendwie sehr cool. Wo geht's denn hier hin? Da offenbar Nöhörgens. Aha. Wie cool. Wo komme ich denn hier hin? Ah, ja. Da oben drin ist irgendwas, aber ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Spiel gespeichert, Gott sei Dank. Denn wenn ich jetzt hier irgendwie rumbaldovere, kämen wir hier auch von der anderen Seite hin? Ich glaube, ja. Kommen wir da irgendwie hoch? Ich glaube, nein. Siehst du, genau das möchte ich nämlich nicht, dass passiert. Ich möchte nicht runterfallen, das wäre ja ungeil. Da ist ja eine Truhe. Ah! Was ist denn hier passiert? Wer ist das? Warum liegt denn hier ein Toter einfach mitten im Turm? Der Turm hat gar keine Türen. Wer ist das? Wie kommt der hierher und wer hat ihn umgebracht? Ich würde das gerne wissen. Ich habe aber das Gefühl, wir werden es nie erfahren. Zwirn, lalala. Überlegenes Bestienöl, sehr gut. Noch einmal geht das Licht aus. Auskundschaften können wir hier offenbar auch nichts. Interessant. Hey, warum geht er nicht wieder? So.
nicht runterrutschen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier rumzulaufen. Ich hab keine Ahnung. Ich tu's einfach mal, weil wir's können. Da ist noch ein Mann des Barons. Ich würde gerne abspeichern. Kann ich quicksafen? Ja, Spiel gespeichert. Sehr gut. Nein! Ich meine natürlich, oh, wie doof. Ist ja jetzt, ist trotzdem irgendwie lustig. Naja, ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt einfach so runterslidet. Und vor allen Dingen unten sind aber die Dinger da, diese, wie heißen diese Spitzen nochmal? Ich habe vergessen, wie die heißen. Weißt du schon, diese Infanterieabwehr. Naja, es hätte ja klappen können. Immerhin haben wir jetzt den Toten oben im Turm gefunden und das verdanken wir nur unserer sorgfältigen Erkundung natürlich. Und einem wirklich sehr ausführlichen Ladescreen. Ja. Ladebildschirm. Hallo? Okay, das dauert jetzt wirklich sehr, sehr lange. Ich wollte eigentlich darüber springen. So, ich hoffe, hier sliden wir jetzt nicht mehr automatisch runter. Das wäre mir sehr unangenehm. Rennen kann ich hier oben auch nicht. Kommen wir denn überhaupt wieder runter? Ich glaube, wir sind momentan noch zu hoch, um irgendwie safe zu sein. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. War keine gute Idee, hier aufs Dach zu steigen, habe ich das Gefühl, aber das ist gemein. Ist eine gemeine Falle. So. Rüber müssen wir auch nicht mehr gehen. Ich versuche mal hier einfach. So. Calcium. Aha. Das ist ja toll. Haben wir gleich was für die Gesundheit getan? Und wieder am Boden der Tatsachen, da bin ich ganz gerne. Zwergenschnaps gibt es hier auch ohne Ende. Oh Gott, wie viel Schnaps wir jetzt inzwischen gesammelt haben. Keine Gespräche. Freiern oder nicht freiern? Das ist hier die. Hopp, das hat ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Es ist nur schon wieder in dich gefallen. Wart doch mal ab. Ich brauche sie nur mit Nieten zu verbinden und lose zu klammern. Dann können sich die Teile frei bewegen. Aha. Ein Schmied. Hervorragend. Wie kann ich helfen? Nun, meine Rüstung ist im Arsch und außerdem, Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Es wäre schön, würde ich mich sehr freuen. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein, aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Das ist doch nur eine Ausflucht. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen.
Na dann, holen wir das mal. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Da müssen wir eh noch hin. Finde ein Schiff nach Skellige. Das wird noch ein bisschen dauern. Kann man noch was fragen? Huch. Wie kann ich helfen? Ich wollte eigentlich mit seiner Frau reden, aber wenn wir schon mal dabei sind, gewinnt, wie gesagt, machen wir einfach mal so ein extra Folgen. Was hast du im Angebot? Ich würde mir gerne was reparieren lassen, ehrlich gesagt. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Und was reparieren lassen, ehrlich gesagt? Was hat er denn hier? Minus 11. Oh, ich will endlich eine neue Oberkörperrüstung haben. Ich will nicht mehr mit diesem Schmonsens rumlaufen. Was hat er denn hier? Heimwerker-Enzyklopädie. Pflege dein Schwertsoldat. Hm. Okay, der hat nichts Spannendes für uns. Wir können natürlich ein bisschen was verkaufen. Stufe minus 27, minus 18. Ein Schwert hätte ich auch gerne mal wieder langsam. Ich glaube, ich bin einfach... Oh, hier, die Axt. Die sieht ja noch besser aus als unsere. Ich bin aber trotzdem nicht so der Axtmann, glaube ich. Ein Schwert wäre super. Minus 3. Das war die gesockelte, minus 1. Ich weiß noch nicht genau, wie man sockelt oder wie es funktioniert mit dem Leerding da unten. Das weiß ich noch gar nicht. Müsste ich mich mal schlau machen vielleicht. Aber nur vielleicht. Keine Sorge, nur vielleicht. So, hier haben wir immer noch Schlüssel mit themerischer Lilie. Silberne Bernsteinkette, die können wir immer noch verkaufen, 125. Ich behalte die momentan nur, falls wir bessere, Handelsskills kriegen. Warum kann er nicht reparieren? Handwerk. Reparieren. Verbesserung habe ich gerade gesehen. Reparieren. 94, 61, 48, das muss repariert werden. Für 52 Uhren. 943 haben wir noch. Oh, immerhin. Wir sammeln ja doch langsam. Die Hose, ist die angelegt? Kavalleriestiefel minus 1. Nein, die sind alle nicht angelegt, glaube ich. Oder sind das sind die angelegt, glaube ich. Das hier nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir das hier... Ne. Okay, vielleicht können wir die Hose auch mal reparieren lassen. 61. Für 39 können wir das mal machen. 74. Na, was soll's. Und die ist auch schon bei 66. So, das Schwert nochmal ganz kurz, das war aber über 90, ne? Genau, das lassen wir erstmal noch. Verbesserung entfernen, zerlegen, lalalala. Handwerk. Handwerkzutat, Schema Jägerhose, Zideragambeson. Gibt am Ende minus 3 Rüstungen, braucht man nicht. Kriegerlederjacke minus 5, das hier hätte ich gerne. Aber benötigt sowieso Stufe 24. Toll, Shiad als Rüstung haben wir, können wir auch irgendwie machen, wenn wir noch ein paar Sachen finden, aber es braucht auf jeden Fall Stufe 24, da sind wir noch lange nicht, das wird noch ein bisschen dauern. Okay, Jägerhose brauchen wir auch nicht machen, ne, minus 1, okay. Alles gut, also hier müssen wir momentan nichts machen. Handwerkzutaten können wir zwar machen, lalala, aber da wir noch nicht genau wissen, was wir brauchen, lasse ich gerade nochmal alles so, wie es ist. Schade. Na gut. Leb wohl. So, mal gucken. Was kann ich für dich tun? Ich wollte nochmal fragen. Ah, hier, siehste. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Skellige? Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das donnernde Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Okay, was verkaufst du? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Der spricht mir alles nach. Okay, sie hat andere Sachen als er. Was ist das denn da? Kristallisierte Essenz. Das freut mich sehr. Jägerstiefel plus 5. Plus 5 gefällt mir sehr gut. Scheuklappen könnten wir theoretisch, brauchen wir aber noch nicht unbedingt, glaube ich. Jägerstiefel plus 5 habe ich mir einfach mal gegönnt. Kann ich die direkt hier anlegen? Nee, ne? Vergleichen kann ich die, ausgerüstet minus 5, lalala. Aber anlegen kann ich die nicht direkt. Leider. So, was haben wir hier? Lalalala, das ist alles egal. Kann die, die kann nur handeln. Die kann selber nicht schmieden. Warum kann die selber nicht schmieden? Leb wohl. Ciao.
So, halt, falsches Menü. Passiert mir ständig. Inventar. Dann legen wir uns die besseren Stiefelchen an. Die sind auch noch sockelbar, wie es aussieht. Und die bessere Axt. Plus 9 Schaden. Nice. Verkaufe ich die Sachen gleich. Wie kann ich helfen? Ja, ich will noch mal schnell was verkaufen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Es wäre einfacher, wenn wir direkt hier auch anlegen könnten, aber naja. So, das hier, ja, ich kann es eigentlich wegschmeißen. Neue Armbrust haben wir auch, plus 111% Angriffskraft. Leb wohl. Die sollte ich vielleicht auch mal anlegen, so, jetzt gehe ich aber nicht mehr verkaufen. So, lalala, minus 1, ciao. Okay, nachs... Entschuldige bitte, warum schreit die denn so, die harte Schmiedin? So, was machen wir denn jetzt? Folgendermaßen, folgendes. Da ist noch eine Händlerin, wie es aussieht, oder ein Händler. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Ist das nicht der eine Typ von den dreisten drei? Der dann später diese Mietwerbung gemacht hat? Mietkautionen.de oder was das war? So, Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Was? Der klaut in Bauernhütten? Das finde ich ja furchtbar. Zeig mir, was du hast. Okay, Brot können wir mal brauchen tatsächlich. Wirkungsdauer 5 Sekunden. Hier noch einen ganzen, eine Backkartoffel. 10 Sekunden Wirkungsdauer ist, glaube ich, besser. 13 Stück, die kaufen wir einfach alle komplett. Die können wir uns dann ausrüsten. Zwiebeln, ja, ich bin kein Freund vom Zwiebelessen. Ich weiß gar nicht warum. 20 Sekunden Wirkdauer finde ich ganz gut. 205, boah, für eine Wasserflasche ist das ganz schön scheiße teuer, muss ich mal sagen. Die hat Quintkarten, okay. Hätte ich vielleicht gerade noch kaufen sollen. Kleine Quälenglyphe. Verbesserung wird in einer freien Fassung eines aus. Wir haben ja schon eine Glyphe, die sollten wir vielleicht einfach ausrüsten. Adalbert Kermits dritte Karte. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Das machen wir. Und wir haben Finte. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder in deiner Hand zuzufügen. Okay. Und wir haben noch Zündia. Stärke 4, aber nehmen wir trotzdem mit. Und was ist das hier? Es ist Nausikaa Kavallerie. Brecher wahrscheinlich. Enge Bindung. Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Stärke 2. Naja. Jetzt haben wir schon zu viel Geld ausgegeben eigentlich. Die kann man nicht benutzen. Ist zwar super, aber leider Stufe 7. Das dauert noch ein bisschen. Zitronen, Wodka, Schnaps, Kirschlikör. Alles zum Saufen, Schwefel. So. Auf Wiedersehen. So, was ich jetzt mal ganz kurz... Na, Hund? Entschuldige. Was ich mal eben ganz kurz gucken wollte. Haben wir denn... Wir haben doch irgendwo schon so eine Rune gehabt, oder? Ich könnte schwören, wir haben schon eine gefunden. Und was ist denn Adalbert Kermits dritte Karte? Auf Anweisung von Professor Artimstein werde ich die Orte nicht weiter erforschen, an denen ich die Piktogramme der Katzenschule der Hexer gefunden habe. Diese Piktogramme sind identisch mit dem einen, das der Professor in den Höhlen unter der Tempelinsel entdeckt hat. Adalbert Kermit, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Sekunde, ganz kurz husten. So, jetzt geht's wieder. Was haben wir hier noch? Der Talisman. Hier haben wir noch die geheimnisvollen Notizen. Und Weihrauch. Das ist ja sehr schön, aber überhaupt nicht das, was wir brauchen. Wo ist denn... Ich könnte schwören, wir hatten schon so ein Ding. Es ist ja nicht so, dass wir viel Krempel mit uns führen, aber... Nun ja. Haben wir hier vielleicht... Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Und hier... Ach, da ist gleich hier gewesen. Kleine Igni. Wird in der freien plus 2% Igni-Zeichenintensität, okay. Ja, lohnt sich gar nicht, das in der Rüstung hier zu machen, ehrlich gesagt. Weil die brauchen wir ja eh nicht und die 2% Igni sind mir da fast auch schon egal. Was haben wir denn da noch? Ein Anschlagbrett. Wir kommen hier einfach nicht weg. Schatzsuche. Setze deine Hexersanne ein, lalalala, Teil 3. Rosten deine Klingen vom Regen? Ist für uns noch zu hochstufig. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Quests rein und wir verfolgen mal die Hauptquest des Weidelers. Denn das wollten wir noch machen. Aber erstmal hier ganz kurz. Bekanntmachung.
Hiermit sei zu wissen und kundgetan, dass jeder, der seine feudalen Abgaben an die Burg nicht leistet, hart bestraft wird. Die Hinterziehung von Lebensmitteln wird mit 50 Peitschenhieben geahndet, die unverzüglich und ohne Gnade an alt oder jung, Mann wie Frau vollstreckt werden. Massagen bei Schmerzen und mehr. Die starken, geschmeidigen Hände meiner Tochter haben schon vielen geholfen, die von Hexenschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochse sich fühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. Ellie. PS, verschwendet nicht eure und unsere Zeit mit lüsternem Begehr. Scheiße. Okay, Massagen nehme ich mit. Gwind, neue Spieler gesucht. Mist. Die Gauner, eine Quint-Spielergemeinschaft in Krähenfeld, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen, denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als dein Freund, der blutige Baron. Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, Stan Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Auftrag Kreischling. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Chat von Krähenfels. Pferderennen. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir, ich erkläre alles weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt natürlich eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Radko. So, neue Markierung. Fliegende Fäuste. Können wir auch noch machen, aber erstmal würde ich gerne jetzt wirklich den Weidler suchen. Gewinn, Spieler wählen. Wir haben offenbar, also Gewinn müssen wir auch questmäßig spielen, also Rennen, Krähenfels. Alles Quests, wie krass. Huch. Auftrag Kreischling. Oh, Entschuldigung, ich wollte gar nicht klauen. Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Ja, einige. Das, ja, man kann es gar nicht mehr zählen. Es waren schon ein paar. Oh, eine Kiste mit Büchern, finde ich voll cool. Gerade bei den Bauern, weil die meisten Bauern konnten ja gar nicht lesen, aber hier offenbar schon. Das finde ich sehr toll. So, Obacht, lieber Freund. Die Bücher lasse ich euch, Wissen ist mehr wert als Nägel. Woran denkst du? Ich denke daran, die Wasserflasche mitzunehmen. Und die Servierplatte, Entschuldigung, aber die lag da draußen im Regen. Hallo, liebe Schatten. Tagebuch eines Feuerschluckers. Ja, ach, was soll's. Da gucken wir doch mal ganz kurz rein. Tagebuch eines Feuerschluckers. Ich war in Lokmuin. Ja, auf dem Treffen aller Treffen. Wir hatten uns dorthin aufgemacht, die Kollegen aus meiner Truppe und ich, da wir wussten, dass dort ein Treffen der Mächtigen in den Ruinen stattfinden würde. Und immer, wenn sich die Großen versammeln, um eine besonders schwierige Angelegenheit zu besprechen, fallen für Männer wie uns und unsere Darbietung einige Münzen ab, denn die müden Münder müssen sich bei Gelächter und anderen einfachen Freuden schließlich wieder entspannen. Als Junge lernte ich bei meinem Vater, der mich mitnahm, damit ich vor Höfen und Versammlungen auf dem ganzen Fest lang jonglierte. Und jetzt, wo ich selbst ein Feuerschlucker bin, erzählte ich den Jungs von dem Treffen, sobald ich wusste, was sich in Lokmuin zusammenbraute, und wir kamen sofort mit unseren Wagen her. Ich bin kein Mann der Politik, aber diesmal konnte ich nicht weghören. Denn wir Temerier hatten gerade unseren König verloren und unsere Zukunft sollte bei diesem Treffen besiegelt werden. John Natalis war da, um unsere Interessen zu vertreten. Radovid ebenfalls. Zwar damals noch ein junger Bursche, der aber bereits die Stärke eines grauhaarigen Leitwolfs ausstrahlte. Dieser Wolf schien sich die Lippen zu lecken, als ob es sich bei Temerien um ein herrliches, reifes Stück Aas handelte. Der Rest war langweilig. Viele Gespräche über den Aufstand in Edirn und die Anführerin Saskia, die sie die Jungfrau nannten, aber ich hatte nie die Gelegenheit, diese Behauptung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Die Nilfgaarder hatten einen Gesandten geschickt, einen gewissen Schilat, und Magier waren anwesend, die davon sprachen, die Kammer und den Rat der Magier wieder aufzubauen. Davon bekam ich nicht viel mit, denn ich konnte meine Augen von den ungewöhnlichen, zahlreichen Bewaffneten kaum losreißen, die bei diesen friedlichen Gesprächen anwesend waren, im Stahl gerüstete Männer und umklammerten, Entschuldigung, in Stahl gerüstete Männer umklammerten ihre Spitzenwaffen und schritten in den Höfen der Ruinen auf und ab.
Radovid hatte sogar den ritterlichen Orden der Flammenrose mitgebracht, diese arroganten Schnösel, die jeden vermöbelten, der andere Ansicht ist als sie. Obwohl wir reich entlohnt wurden, blieben wir nicht bis zum Ende, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickelten, sondern beluden unseren Wagen und verließen den Ort schnell wieder. Als wir den Pass erklommen hatten, blickten wir zurück und sahen eine tiefschwarze Rauchsäule über Lokmuin aufsteigen. Ja, soviel zum Thema friedliche Verhandlungen. So. Die Häuser hier wirken größer als anderswo. Oder die Bauernkarten, wenn man dann so möchte. Dunkelstahlplatte. Verwesendes... Warum haben die alle verwesendes Fleisch? Ist das hier so eine Delikatesse oder... Ich weiß ja nicht. Kann ja sein. Und Puppen. Ganz viele Puppen haben die hier auch. Finde ich ein bisschen... unbehaglich. So, da haben wir noch was Feines. Ansonsten scheint es hier doch relativ leer zu sein. Naja, dann will ich mal wieder. Hat das Mütterchen noch was? Die Götter mögen dich segnen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe euch auch gerade erleichtert. Die Bürde der Habe ist schon eine schwierige welche. Was ist das denn hier? Ich will hier nichts ausmachen, ich will hier was aufnehmen. Wahrscheinlich der Außenkühlschrank. Hallo Bauer. Ja? Nee, ich guck nur rum. Leinen, verwesenes Fleisch. Das ist alles, ich nehme das alles mit, weil die mir vorhin so Unrecht getan haben. Mist, zerbrochene Hake. Verdammt. Die haben mir vorhin so Unrecht getan. Da klaue ich einfach mal vor deren Augen. Ich glaube, das kann doch nur eine Wache verhindern. Ich glaube, die lassen eh alles mit sich machen, was total... Ich fühle mich immer noch schlecht. Aber, naja, ihr wisst ja, wie es ist. Ausmachen. Aufnehmen. Meister Wysimas. Ich glaube, hier... Oh. Wasserflaschen hätte ich fast für teures Geld gekauft. Wieso kann man die eigentlich nicht selber auffüllen am Fluss oder so? Das verstehe ich nicht. Hier geht's eh nur nach draußen. Schlüssel benötigt. Ich dachte, da geht's nach draußen. Würde mich mal interessieren, geht's da weiter? Nee, ne? Braucht man einen Schlüssel für, führt aber nur nach draußen in den Hof. Was total läppsch ist, weil da kann man ja eigentlich auch so rüber. Na gut, dann leuchte mal weiter Geld vor dich hin. Ich schau mal da hinten. So, da geht's noch rein. Und offenbar... Ein bisschen Licht kann ja auch nicht schaden. Gott, wie man hier einfach alles zusammenklaut. Wieso haben die überhaupt so viele Crafting-Items? Ich dachte, die Bauern haben gar nichts und dann haben die einfach... einen ganzen Arsch voll alles überall. Oh! Entschuldigung! Oh, voll erschrocken. Aber Herr... Entschuldigung, ich muss ja doch nur mal durch. Wenn ihr hier in eurer eigenen Hütte so rumsteht, da kann ich auch nichts für. Ihr seht doch, dass ich Altglas sammle. Ich will ja auch niemanden niedermetzeln, wie ihr gedacht habt. Ich will ja nur alle zahlreich beklauen. So, da haben wir noch was. Auch da haben wir noch was. Mist, zerbrochen. Ah, das gibt's doch nicht. Diese zerbrochenen Haken. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein, das gehöre ich nicht. Ich klaue einfach nur so. Ich bin ergo schlimmer. So, da draußen haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen. Hier drin haben wir noch. Was war das denn gerade? Hier hat doch was rot. Hat hier nicht gerade was rot geleuchtet? Ich könnte schwören, dass. Offenbar habe ich mich verguckt. So. Da haben wir schon alles mitgenommen. Es kann sich nur um Jahre handeln. Immerhin ist es ja eine neue Stadt. Da muss man auch gucken, wo man bleibt. Igitt, jetzt kommen die Würmer raus. Was heißt denn da Igitt? Da kannst du mit spielen. Ist auch super. Aber nicht auseinanderschneiden, bitte. Klar. So ein Mist.
Ach süß. Hey, Chet! Chet. Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling. Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erlegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Hm. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Die Belohnung ist aber zu niedrig, mein Freund. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. So, feilschen mache ich jetzt nur, weil wir es noch nie gemacht haben und ich das einfach mal ausprobieren wollte. Generell denke ich ja immer, wir kriegen ja bestimmt genug Geld über die Zeit, aber warum nicht mal probieren? Du kannst um eine höhere Belohnung fälschen. Wähle dazu L, einen Betrag ausbestätigen mit A. Wenn dein Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. So, ich mach mal ganz kurz Bonus. Sagen wir mal 260. Grundbetrag plus Bonus. Mal gucken, Verstimmungsgrad. Das hier kann ich wohl drauflegen. Oh. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Na dann, Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orsois Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Was? Ah, es hat aufgehört zu regnen. Jetzt laufen die Leute wieder alle rum. Die waren vorher alle drin und haben sich untergestellt. Jetzt ist der Regen vorbei und alle kommen wieder raus. Das finde ich irgendwie cool. Und weißt du, was auch cool ist? Der Endscreen. Denn mal wieder habe ich total die Zeit vergessen. Scheiße, ey, bei Witcher ist das so schlimm. Ich guck gerade auf den Timer. Ich habe den Timer die ganze Zeit nicht im Blick. Habe hier die Häuser durchsucht, alles geklaut, mit den Schmieden geredet und so weiter. Und habe den Timer überhaupt nicht im Blick. Wir sind bei fast 50 Minuten. Das darf doch nicht wahr sein. Ich wollte doch 30 Minuten Folgen machen. Jetzt sind die bald doppelt so lang. Hör mir auf. Und eigentlich sind ja alles über 20 Minuten ist Luxus. Wissen wir ja, ne? Alles über 20 Minuten ist Luxus. Also Witcher ist mit dem Verwöhnaroma, kann man mal sagen. Eigentlich kann ich tatsächlich nur das ein oder andere Gewinnkartenspiel da reinschmuggeln, aber ich finde, das holt einen immer so ein bisschen raus. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, das müsste man als eigene Reihe machen oder keine Ahnung, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, was du am liebsten hättest, ob ich das hier mittendrin einfach machen soll, weil man hat heute gesehen zum Beispiel, wir haben jetzt einfach mal 3, 4, 5, ich weiß, in dieser Folge allein 4, 5 Gewinnspieler gefunden. Und wenn wir da mit jedem spielen, dann wäre die Story auch so auseinandergezogen. Ich weiß nicht. Hätte man in der heutigen Folge nicht mal die Hälfte geschafft. Naja, musst du mal sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es am besten machen. Vielleicht als eigene Serie, kein Plan. Wir schauen mal einfach. Und in der nächsten Folge holen wir uns entweder den Kreischling oder wir gehen zum Weideler oder wir verschaffen vielleicht sogar beides, weil wir wieder die Zeit vergessen, wie immer. Naja, aber erstmal leider bis zur nächsten Folge warten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.